So, was machen die Felder? Ach, guck mal, da sind schon wieder Karotten. Sehr schön. Das heißt, wir können das Feld nochmal ein bisschen zumindest auffüllen. Ja, mit 2 Karotten. Cool. Naja. Alles Step by Step. Dann nochmal ein bisschen Brot. Das ist auch immer sehr praktisch. Beziehungsweise Weizen. Pfanne und Topf ist mehr sowas für die Anfänger. Wer richtig kochen will, der baut sich hier den Rucksack und haut da einfach alles rein, was man braucht. So. Ja gut, 2-mal Brot ist jetzt nicht so viel. Ach genau, ich könnte mir mal noch ein Schwert bauen. Und zwar ein einigermaßen vernünftiges Mal. So. Dann wollte ich als nächstes eine Eisenrüstung bauen. Stimmt, da war was. Zack. Und zack. So, zack und zack. So, dann haben wir schon mal eine Eisenrüstung. Sehr cool. Hat zwar ordentlich Eisen gekostet, aber dafür ist es ja nun mal da. Da fühlt man sich gleich schon wieder viel sicherer. Sehr nice. Ja, an sich hast du recht, Steffi. Der Rundgang lohnt noch nicht so. Ich mache von dem, was ich gebaut habe, noch eine kleine Rundschau. Ist ja nicht viel. Und dann reicht das. Aber wie gesagt, noch haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich werde nämlich hier nochmal ein bisschen weiterbauen. Vor allem hier so im Bereich Tür. Da geht noch was. Ja genau, überall noch Notlösung. Ganz klar. Dann gehen wir hier noch nach oben. Hier genauso. So. Ja, ich denke mal, die Größe von dem Haus reicht. Wie gesagt, das soll ja nichts Übertriebenes werden hier. Einfach nur eine gemütliche Ecke. So. Ich glaube, ich muss auch generell einen Block nach oben, aber das sehen wir später. Oh, Schüssel haben wir dabei und Stein auch. Sehr gut. Können wir hier noch eben weiterbauen? Zack, zack. Lol, ja. Sie hat rosa Bäume gefunden. Okay, wir müssen den Stein nochmal eben aufsplitten, weil ich brauche noch was davon. So, dasselbe nochmal hier, ganz klar. Soweit, genau. Und an sich kann man sich schon fast Gedanken machen über Fenster. Aber dazu müssen wir mal gucken. Hier könnten wir sogar ein Dreier und... Oh, noch ein Dreier reinbauen. Das ist natürlich ganz cool. Wobei wir dazu noch mehr von dem Stein brauchen. Ach, Playing Dreams, ich glaube, da komme ich nie hin. Möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Aber man weiß nie, was die Zukunft so bringt. Wir warten das einfach mal ab. Ich brauche Stein. Haben wir überhaupt noch was? Nur dieses olle Marble-Zeug. Ja, dann hat sich das ja schon wieder erledigt, ne? Na gut, dann eben nicht... Naja, dumm gelaufen. Ach, zur Not holen wir noch ein bisschen. Ja, komm. Ach halt, warte mal. Wir hatten doch unsere Special-Stelle gefunden, wo dieser Soapstone war, der sich so leicht abbauen ließ. Da gehen wir jetzt nochmal hin, weil das geht wesentlich besser. Das war irgendwo da vorne, genau. Das ist natürlich ein gutes Argument von Steffi. Aber das beißt sich ja halt untereinander, weil sobald es größer wird, geht es irgendwann nicht mehr. Naja, schauen wir mal. Ist das hier auch dieser? Das ist auch Soapstone. Cool. Wir brauchen Kühe.
Ja, von mir ist. Ach, diesen Schacht hier möchte ich ehrlich gesagt nicht kaputt machen, weil er sieht cool aus. Da könnte man nachher so eine Mine draus bauen. Also ein richtiges Bergwerk quasi. Den möchte ich, wie gesagt, Aua! So lassen, wie er ist. Ich glaube, es hackt. So, wo war denn jetzt der Wegepunkt? Da. Oh, The Vordwreck. Das ist fast schon wieder gelogen. Kein Hater gesehen. Wobei, was heißt Hater? Gut, muss man differenzieren zwischen Idioten und Hatern. Ja, da hast du recht. Da stimme ich dir zu. Aber ansonsten... Ja, stimmt. Ansonsten geht's ja eigentlich. So, und da sind wir auch schon wieder. In diesem lustigen Vorkommen. Naja, kann ja mal vorkommen. Hab mich lange nicht mehr gebracht, diesen Scheißwitz. So. Hallo, Gravel. Okay. Ja, Gravel ist manchmal schon eine fiese Geschichte, aber macht nichts. Lol. Ja gut, wobei man muss halt sagen, dass bei Life in the Woods mache ich vieles stumpf aus dem Kopf raus. Und bei FTB Infinity ist es so, da weiß es immer jeder besser. Und manche können halt Nein nicht akzeptieren. Und das führt dann zu diversen Dingen. Sagen wir das mal so. So, ich denke mal, die Spitzhacke hauen wir noch kaputt und dann gucken wir mal, wie weit wir noch kommen. Mal sehen. Ja, die Eisenspitzhacke wollte ich für diesen Stein hier ehrlich gesagt nicht verschwenden. Wobei wir inzwischen eigentlich genug Eisen haben. Ja, komm. Weil mit dem kleinen Haufen, den wir hier haben, kommen wir nicht sonderlich weit. Nee, Eisen haben wir genug. Wir haben noch fast einen Stack, glaube ich, in Verarbeitung gerade geschmissen. Das sollte eigentlich passen. Ja, haben wir wieder Gravel dabei? Nee. Wie viel ist denn da von dem Zeug? Krass. Nun gut, ich denke mal, wir leuchten hier nochmal kurz aus und gehen nochmal in diese Richtung. Das könnte natürlich der Grund sein, dass die Leute heutzutage zu viel RTL gucken. Hm? Kann man so sehen, ja. Das Witzige an solchen Geschichten ist einfach, alle sagen, diese Sendungen sind scheiße, aber jeder guckt sie. Das ist genauso wie mit der Bild-Zeitung. Jeder sagt, oh, scheiß Bild-Zeitung, aber die Bild-Zeitung ist die Zeitung mit den meisten oder meistverkauften Blättern überhaupt. Tja. Da fragt man sich, wer dann im Endeffekt der Lügner ist, ne? Naja, egal. Ist halt so. So, da haben wir noch so ein Ding rein und ich sollte mal was essen, glaube ich. Was haben wir jetzt hier? 1, 2, 3. Ja, das reicht, glaube ich, noch nicht so ganz. Ich mache hier nochmal ein bisschen weiter. Ist total spannend, ich weiß, aber machen wir so. Nee, Diorit ist einfach nur hässlich. Den lassen wir da. Koratten. Cool, das ist auch eine gute Idee. Sind bestimmt besser als Karotten. So. Ja, so ein bisschen hier von der Decke nehme ich noch mit und dann reicht's langsam. Okay, dann, ja, so ein paar Stacks haben wir. Ich denke mal, das reicht erstmal. Zumindest für den Anfang. Zur Not wissen wir, wo wir hier hin müssen. Oh, hier liegt noch was. Dann werden wir diesen Bereich natürlich gerne wieder aufsuchen. Ach so, dann gehen wir halt hier zurück, ist auch egal. Ach, das ist ja sogar hier bei dem Ding. Ach, bin ich blöd. Geil. Also ich habe schon so eine richtige Bergwerkskonstruktion gerade vor mir, die man hier raufbauen könnte.
Ich hab... Oha, Lag. Naja, passt wieder. Naja, mal sehen. Ich bin echt gespannt, was aus dieser Welt noch wird. Ha, da kann ich dir absolut zustimmen. Gerade diese Netflix- oder Amazon Prime-Geschichte. Ich selber gucke auch kaum noch Fernsehen. Das ist so selten, dass ich mal Fernsehen gucke. Weil es läuft einfach nur Mist. Ist halt so. Da kann man nichts machen. Kohle können wir mal hier wieder reinschmeißen. Dann können wir da oben noch mal ein bisschen das reinschmeißen. Ja. So, dann let's chisel. Wir brauchen den Stein hier. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Hier an der Kante können wir wieder mit Treppen nachher arbeiten. Das machen wir aber später. So, hier immer. Oh, huch. Da war mein Klickfinger zu schnell. Oh. Da war mein Kopf zu langsam. So, dann machen wir nochmal eben da vorne weiter und hier in der Kante. Dann müssen wir gleich mal gucken, in welchem Abstand wir die Fenster setzen. Mal sehen. Ich denke, hier die Fenstergröße, die können wir so lassen, da brauchen wir gar nichts mehr dran tun. Aber hier auf der langen Seite wollte ich nicht unbedingt ein durchgehendes Fenster haben, das wäre ein bisschen zu viel. Die Frage ist, was ist denn, wenn ich jetzt sag mal 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, Nummer 4. 1, 2, 3, Nummer 4. Jawohl! Ja, dann machen wir das so. Gute Sache. Aber wir müssen noch einen Block nach oben gehen. Das steht fest. Und ich brauche nochmal den anderen Stein hier. Beziehungsweise den müssen wir nochmal eben umschisseln. Zu normalem Cobblestone. Hui. Dasselbe müssen wir hier an der Kante nochmal machen gleich. Oder jetzt. Ja, ich denke jetzt. 1, 2, 3. Vielleicht machen wir dasselbe nochmal. Mal sehen. 1, 2, 3. Bla. 1, 2, 3. Okay. Nein, machen wir nicht. Warte mal, das ist jetzt 4, ne? Ja, dann gucken wir mal, ob das mit 4 weitergeht. Passt schon. Irgendwie. 1, 2, 3, 4. Bla. 1, 2, 3, 4. Okay, kein Problem. Machen wir das so. Haben wir hier 1, 2, 3, 4. Läuft. So, auch hier muss das Ganze nochmal um einen erhöht werden. Oh, der Sprung ist nicht möglich. Und hier haben wir... Achso, das wollten wir so lassen. Genau, okay. Warte mal, dann setze ich mal eben hier so einen Block hin, damit ich auf jeden Fall weiß, dass er wieder weg muss. Damit wir da hochkommen. Da steppt der Bär. Er wollte, glaube ich, nur mal live im Stream sein. So, hier muss ich jetzt doch nochmal so einen Fake-Block setzen. So. Okay. Ich glaube, da geht was. Gucken wir nochmal eben von draußen. Wie gesagt, ist momentan noch recht unspektakulär, weil noch viele, viele Karten das Blöcke fehlen. Aber ich denke, das kann man erstmal so machen. Haben wir da noch Karten, das Blöcke? Warte mal. Ja. Ne, die nicht, aber die hier. Sind vielleicht ein paar zu wenig. Wir können mal noch ein bisschen Holz verarbeiten. Ja, komm, nehmen wir das auch mit. Das ist sowieso. Dann machen wir das mal eben. Zack. Und hier auch nochmal. Und ich glaube, wir können auch mal eben den hier komplett umwandeln und den Kollegen. Und dann suchen wir nochmal nach Carpenters. Wir brauchen auf jeden Fall ganz viele Klötze. Zack. Oh, das waren nicht so viele. Ja, dann... Oh, dann hauen wir hier nochmal einen durch. Zack. Dann brauchen wir die Stufen. Ah, sind ein paar. Nice. Okay. Hier fangen wir an und... Hier fangen wir an. Warum liegt da eine Karotte? Was macht dieser komische Bär hier? Na gut. Warte mal. Das ist nicht richtig.
Und da werden wir wahrscheinlich sowas bauen, wie wir schon mal gemacht haben. Quasi gestern. Naja, egal. Komm drüber, sage ich nur. So. Haben wir noch Erde dabei? Nee, haben wir nicht. Ich mach das nochmal eben fertig hier. Weil Erde ist immer eine feine Sache. So. Ja, da dämmert schon wieder. Aber das stört mich ehrlich gesagt recht wenig. So, machen wir das mal so. Dann gehe ich mal Richtung Bett. So. Ach, dann trinke ich mal schnell einen Schluck. Ich meine, von mir aus können wir auch im Dunkeln weitermachen, weil ich habe jetzt eine Eisenrüstung. Naja, was soll's. So. Dann machen wir mal weiter. Bevor jedoch, werde ich nochmal irgendwas essen. Sicher, sicher, da vorne ist schon wieder ein Kumpel. So. Ja, ich denke mal, wir machen mal... Aha. Okay, dann tue ich nochmal Dinge. So. So, jetzt passt's. Okay. Dann jetzt aber. Ne? Ab und das Treppen und so weiter läuft. Kriegen wir, glaube ich, noch hin heute. Wie gesagt, so ein Viertelstündchen, 20 Minuten machen wir noch heute. Und dann sind wir auch schon wieder fast 4 Stunden dabei, reicht. Wie gesagt, morgen geht's auf jeden Fall weiter. Es sei denn, es passieren wieder komische Sachen mit dem Server. Was ich natürlich nicht hoffe. So. Nee, Moment mal, das ist nicht richtig, so. Ich muss die Futterkiste schon wieder verschieben, dass die immer falsch stehen muss. So, die Fackel muss auch weg. Und dann gehen wir hier noch einmal rum. Ja, perfekt. Am besten würde ich sagen, wir füllen hier nochmal kurz ein bisschen Erde auf. Dann, ja, die Futterkiste stelle ich jetzt mal hier an den Strand, weil dann ist sie mir erstmal nicht im Weg. Skelett, hi. Futter. So, da war sowas drinne und ich glaube sowas drinne, genau. Zur Not fülle ich das gleich nochmal nach, passt schon. Ach so. Ach, nee, ist ein Skelett da. Ist blöd. Aber lässt sich nicht vermeiden. Hier bauen wir noch hier einen schönen Tritt hin. Aber auch das später erst. Genau, ich wollte hier diese Fake-Blöcke wieder weghauen. Wobei, wir müssten eigentlich noch einen erhoben, ne? Das machen wir aber später. Das machen wir nicht jetzt. Ich werde aber gleich schon mal... Genau, wir können mit dem Glas schon weitermachen. Dafür brauchen wir aber wieder Carpenters Blöcke. Habe ich noch Holz? Ich möchte das Dark Oakwood nicht dafür verschwenden. Halt. Nee, doch, da. Spruce kann da weg. Passt. So, der hat erst 8 wieder reingeholt. Hm, ist ein bisschen wenig. Macht aber nichts. Achso, wir brauchen natürlich Sticks, ist ja klar. Davon gar nicht mal so wenig. Den können wir auch nochmal eben durchheizen. Zack. Dann. Haben wir erstmal genug, glaube ich. Den Hammer, wo habe ich den? Da. So, das kommt da rein und dann... Nee, anders... Ah! Da war ich zu schnell. Genau, so. Dann sieht das so aus, als hätte man hier drinnen so eine kleine Fensterbank. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und netterweise passen diese Blöcke sich glücklicherweise an die anderen an. Sehr, sehr nice. Bis auf manchmal. Da machen die das nicht, aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Na komm. Genau, so ist es richtig. Boah, wie geil. Aha, hier das sofort gecheckt. So. So ein Shader ist schon geil, muss ich ja gestehen, ne? Nur leider sind die alle sowas von unperformant, dass sie auf vielen Rechnern nicht laufen. Ja.
So. Zack, läuft. So, wir brauchen... Ach nee, wir haben noch mehr. Gute Sache. Jo. Wir machen hier auf jeden Fall schon mal weiter. Ich denke mal, die Fenster hier machen wir noch fertig heute. Und dann haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge geschafft. Definitiv. Oh, das war nicht so gut. Na komm. Jetzt war... Scheiße, jetzt war ich wieder... Hä? Ah, jetzt geht's. Die machen manchmal auch komische Dinge, diese Blöcke. Aber das... Oh, kennt man ja nicht anders. Wobei man natürlich in den meisten Fällen selber dafür verantwortlich ist. Das war dumm. Zack, läuft. Gut, dann haben wir hier noch eins. Und wahrscheinlich keine Blöcke mehr, ne? Gut, das war irgendwie zu erwarten, aber wir kriegen da, glaube ich, noch was hin. Wir haben sogar noch ein bisschen was, warte mal. Hm, könnte reichen. Mal testen. So. Ja, ich denke mal, das sollte eigentlich reichen. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, was wir noch an Glas da haben. Aber das war auch noch ein ganzer Schwung eigentlich. So, zack. Ja, läuft, okay. Dann sieht aus gerade wie so ein Gerüst irgendwie. Naja, cool. Glas war hier, ne? Jo. Ich fange natürlich mit dem kleinsten Stack an, ist ja klar. Wir nehmen das hier. Da habe ich mich schon drauf festgelegt, ganz klare Sache. Zack, zack. Und ja, dann machen wir den auch nochmal eben. Läuft. Iha, jetzt kann man endlich aus meinem Haus rausgucken. Gute Sache. So. Ich hoffe mal, dass das Glas jetzt auch reicht, aber ich denke mal schon. Also das war ja noch einiges. Schauen wir mal. Mal sehen. Geh weg. Blöder Schmetterling. Naja, lieber Schmetterlinge als Grillen, weil die nerven noch mehr. So. Dann haben wir heute wesentlich mehr geschafft als sonst, würde ich mal behaupten. Ja gut, man weiß halt inzwischen, wo das abläuft. Oder besser gesagt, wie was abläuft, daher ist das eigentlich ganz okay. Ein Déjà-vu, genau, richtig. Hat er gemerkt. So, Glas haben wir drin, passt. Dann würde ich sagen, ich gönne mir mal hier dieses Zombie-Jerky, das bringt sowieso nicht so viel. Außer Platzverschwendung im Inventar. So. Und da weiß auch schon jemand, was jetzt wahrscheinlich kommt. Wenn wir noch Stein hätten. Da ein bisschen was haben wir noch. Okay. Glas kann erstmal wieder rein. Genauso wie Gunpowder. Achso, warte mal. Wir machen erstmal noch was anderes. Zack. Karotten haben wir ja noch. Und wir können noch ein paar Kartoffeln mitnehmen. Zack. So. Dann gehen wir nämlich nochmal bei den Feldern vorbei und gucken mal, was wir da noch so retten können, beziehungsweise auffüllen können. Ist hier was gewachsen? Nee. Bin dem Ganzen wohl nicht gewachsen. Na gut. So, 8 Erde und 8 Kartoffeln haben wir. Können wir auf jeden Fall das Ding hier wegbauen. So, die Hoe haben wir auch dabei. Coole Sache. Dann wächst auch so langsam aber sicher das Potato-Feld. So.
Ja, karottentechnisch geht momentan irgendwie nicht so viel. Aber vielleicht können wir da ein bisschen noch was regeln. Mal gucken, wer weiß. So. Haben wir immerhin 11 Stück bekommen. Sehr gut. Das reicht nicht ganz. 3 Stück fehlen. Naja, gut, halb so wild. Dann nehme ich noch ein bisschen Weizen mit. Ach, da. Mal das Ganze. Ich glaube, wir hatten noch 2 in der Kiste. Ne? Mal eben gucken. Weil dann haben wir nämlich gleich 18. Und 18 lässt sich mal gut durch 3 teilen. Habe ich so das Gefühl? Genius. Jawohl. Gut, dann Brot. Haben wir nochmal genau 8. Perfekt. Dann rein damit. Dann können wir gleich wieder ein bisschen Toast zusammen craften. Gut, Zombie Jerky wollte ich sowieso verbrauchen. Dann jetzt weiter im Text. Wir haben noch Stein im Inventar. Das ist sehr gut. Wo ist denn da? Wir brauchen jetzt wieder den Kollegen und die Französischen. Oh. Eigentlich reicht ein Block pro Dings. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Da ist der. Nein. Da kann man nicht wirklich randommäßig arbeiten, weil die Dinger sind einfach mies. So. Ach. Ja, muss man langsam machen. Lässt sich anscheinend nicht vermeiden. Ich hab's schon wieder getan, ne? Ja. Wollte eigentlich den anderen erwischen. Ach ja. Ich frag mich sowieso, warum das so gemacht ist, dass da 2 Blöcke reingehen. Aber naja. Ich möchte diese grandiose Modifikation nicht schlecht reden, auf keinen Fall. So. So, und dann gehen wir da nochmal rum, würde ich sagen. Verdammt. Ach, man kann die auch mischen. Cool. Aber war jetzt eigentlich nicht so geplant. Wenn ich rum bin, gehe ich vermutlich auch schlafen. Es sei denn, jemand anders ist schneller. Mal gucken. Hui. Ganz schön dunkel. So. Okay, das passt schon mal. Dann geht's hier weiter und da. Und ich denke, jetzt haben wir für heute erstmal genug geschafft. Aber eine Sache können wir noch tun. Wir haben noch diese Fackeln hier. Die möchte ich natürlich noch gewinnbringend irgendwo unterbringen. Nämlich hier zum Beispiel. Und auch auf der Innenseite das Ganze. Damit es wenigstens hier drin schon mal so ein bisschen ausgeleuchtet ist. Das Ganze natürlich auf dieser Höhe bei den Fenstern. Da nicht, weil da mache ich was anderes vermutlich. Hier kann auch eine doppelte rein von mir aus. Ist kein Thema. Hier kommt eine hin. Und an der Ecke kann auch noch eine hin. Genau, dann passt das sogar. Jawohl. So, dann noch ein bisschen Beef Jerky ins Gesicht. Brot haben wir noch. Das können wir in die Fresskiste schmeißen für hungernde Bären. Zack. Ist da schon mal ein bisschen was drin. Das Zuckerrohr muss auf jeden Fall noch geerntet werden. Ganz klar. Haben wir alles? Ja, ich glaube schon. Finde ich dann nicht. Ist auch nicht so wild. Passt schon. Dann kann das Zeug hier rein. Ja. Und ich würde sagen, dass wir uns so langsam dann hier verabschieden. Also, wir haben heute an sich richtig viel geschafft. Ich habe sogar einen automatischen Ofen gebaut. Einfach mal so nebenbei. Ja, wie gesagt, das Haus ist eigentlich hier so, wie es hier gerade steht, komplett entstanden. Hat halt ein bisschen gedauert. Und nebenbei haben wir eigentlich die Nahrungsgrundversorgung schon mal soweit sichergestellt. Oh, Fleisch. Ja, genau das meinte ich. Also, wie gesagt, das Feld wächst. Hier beim Karottenfeld muss noch ein bisschen aufgefüllt werden. Und das Kartoffelfeld, ja. Lassen wir einfach mal so stehen. Gut, ich würde sagen, ich gönne mir nochmal ein bisschen Beef Jerky oder Zombie Jerky, sorry. Nimm das noch mit und würde sagen, dass wir uns an dieser Stelle für heute verabschieden. Danke fürs Zuschauen und denkt dran, morgen 18 Uhr geht es vermutlich weiter. Wenn nicht, steht es in der Überschrift bei Twitch.
Machen wir dann mal. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.